Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Wir sind auf dem Weg zu Prinzessin Zelda, denn beim letzten Mal sind wir dem bösen Santo begegnet. Der hat uns aufgelauert, nachdem wir den letzten Schattenkristall aus dem Seeschrein geholt haben. Hat uns in einen Wolf verwandelt und mit einer schwer verletzt. Und der Lichtgeist sagte uns, wir müssen zu Zelda, denn nur sie weiß, wie wir uns wieder zurückverwandeln. Und sie kann hoffentlich auch Midna helfen. Tja, aber Santo ist offensichtlich auch nur eine Marionette oder so etwas. Denn zumindest mal sagte Santo, er habe seine Macht von seinem eigenen Gott. Das heißt, es muss wohl noch jemand da hinten dran stehen. Fürchte ich. Aber bisher ist unser Augenmerk halt erstmal auf Santo. Bis wir soweit sind. Jetzt müssen wir erstmal wie zu Beginn des Spiels diesen Weg entlang. Kennen wir ja schon. Alles easy. So, rein da, los. Zelda, wir brauchen deine Hilfe. Oh nein, sie ist nicht da. Doch. Ich bitte euch, verratet uns, wie ihr den Fluch brechen, der auf Link liegt. Er ist der Einzige, der eure Welt noch retten kann. Prinzessin, ich bitte euch, ihr müsst Link von seinem Fluch erlösen. Was ihn bindet, ist eine böse Kraft. Es ist nicht die Magie der Schattenwelt. So ist es oft, so wie es auf der Erde Licht gibt, das die Dunkelheit verdrängt, wohnt der Magie eine Kraft inne, die eben dies verhindert. Geht in den heiligen Hain, tief in jenem Wald, der vom Lichtgeist Phyrone geschützt wird. Dort findet ihr das Masterschwert, das die Weisen in alter Zeit geschmiedet haben. Dieses Schwert wird die Finsternis bezwingen. Das Masterschwert ist eine heilige Waffe. Menschen mit unreinem Herzen werden es niemals berühren können. Du aber wirst mit diesem Schwert den Fluch brechen können, der auf dir lastet. Link, von den Göttinnen Hyrules auserwählter Held. Wie du bin auch ich von unseren Göttinnen mit einer seltenen Kraft gesegnet worden. Ist das nicht wunderbar, Link? Von hier aus findest du den Weg auch ohne mich. Und ihr, Prinzessin, gewährt mir einen letzten Wunsch. Midna, nein, ich sterbe. Verratet diesem Jungen, wo der Schattenspiegel ist. Weißt du, Midna, ich glaube, ich weiß jetzt, welche Art von Wesen du bist. So viele Schmerzen hast du auf dich genommen, um uns zu helfen. Dabei büßt du doch für die Schuld, die wir selbst auf uns geladen haben.
Ich bitte dich, Midna, nimm dieses Geschenk an. What? Zelda meets Magic. Nein! Nee, das tut mit Link. Was? Das ging von alleine weg. Was zur Hölle? Wir müssen zurück, Link. Zurück in den Wald von Firone. Was hat Zelda gerade getan? Prinzessin Zelda, ihr gabt mir eure Kraft und alles, was damit verbunden ist. What? Soll das jetzt heißen, es gibt keine Zelda mehr, oder was? Oh oh. What the fuck? Also ich glaube, eine Rückkehr in das Schloss ist nicht möglich. So. Wir können jetzt aber als Wolf warpen. Und ich weiß auch, wo wir hin müssen. Nämlich dahinter, Richtung Waldschrein. Also das legendäre Masterschwert, wer hätte es gedacht, mal wiederholen und da ist wieder ein Affe in Gefahr. Och Leute. Alles gut, Äffchen, alles gut. Hast du mich gerettet? Vielen Dank! Jenseits dieser Schlucht habe ich einen wunderschönen Wald entdeckt. Aber als ich versuchte, ins Innere des Waldes zu gelangen, griffen mich plötzlich diese Kerle von eben an. Was mag in diesem Wald nur sein? Na was wohl, das Masterschwert. Was denn sonst? Ja klar, dass ich ohne... Wenn man diese Abgründe überwindet, gibt es noch einen Wald. Wie wär's, Link? Sollen wir uns mal ansehen? Ja, auf jeden Fall. Hallo? Ja, ihr seid witzig, Leute. Ihr wisst aber schon, dass ich keinen Boomer habe. Als Wolf. Ach komm schon. Au. Ledermäuse, ey. Ah, wie praktisch. So. Okay, ich sehe schon. Ach nee, wir dürfen wieder heulen.
mal lauschen. Okay, aber welcher Song das ist, da bin ich jetzt noch nicht drauf gekommen. Wisst ihr es? Dann schreibt es in die Kommentare. Ich kam jetzt noch nicht drauf, welcher Song das ist. Wir dürfen ihn gleich nochmal heulen. Vielleicht erkenne ich es dann, wenn er dann abgespielt wird. Es sind ja alles Zelda-Songs. Aber welcher ist das? Ich komme nicht drauf. Die Ballade des Lichts. Die Ballade des Lichts könnte das sein. Ja, natürlich, das ist die Ballade des Lichts. Du sollst einen der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Ja, da brauche ich erstmal das neue Schwert. Da am Fluss hockt er dann, okay. Das ist dann schon interessant, da dahin zu kommen. Beziehungsweise, nee, er hockt da. Ach so, er hockt da vor. Da war ich noch gar nicht, verstehe. Der hockt dann da. Mhm. Aber es gibt ja noch mehr, ich weiß gar nicht. Was hat er gesagt? 10 gibt's oder so? Ah, ich weiß, was jetzt kommt. Da ist der heilige Hain. Aber wir werden jetzt nicht einfach so hier auf das Schwert. Das ist direkt noch eine oder was? The fuck? Es ist zwar bei mir auf dem Ohr ein bisschen verkratzt, ich hoffe, dass ich das ein bisschen rausfiltern kann, aber... Ach so. War ja auch das Twilight-Symbol drauf, also ist der... Ist ja ganz klar, wer das ist. Welcher Song das war, ganz klar. Oh nein. Man hört auch so ein bisschen das Theme vom verlorenen Wald. Natürlich in der Twilight Princess Version jetzt. Und wir müssen jetzt diesen kleinen Kobold jagen. Im Prinzip die Twilight Princess Version der Horror Kids. Das Schöne ist, wir haben hier halt auch keine Karte. Das ist richtig lustig. Und egal, wo dieser kleine Kobold auch steht, er ruft halt immer weiter unsere diese hölzernen Viecher und die gehen einem halt uns auf die Nerven. Da ist er ja. Und das ist so ziemlich der nervigste Part in diesem Spiel. Diesen dämlichen Kobold zu jagen. Beziehungsweise halt, ja. Einigen wir uns einfach auf Horror Kid, weil ich glaube, viel groß was anderes gibt es ja nicht, außer diese Twilight Princess Version dieser Horror Kids. Ja. Es ist halt echt. Es ist halt echt nervig. Ja.
Und vor allem diese Holzpuppen hier jedes Mal. Mann! Ich will einfach sterben und lass mich in Ruhe. Da kommen schon die nächsten. Was ist denn mit einer? Also Link, auf normalem Wege schaffst du das nie. Bilde einen Bandkreis und mach sie alle auf einmal fertig. Ja, ist ja gut. Okay, hier oben ist dann der Weg, wo es weitergeht. Und wenn da so eine Holzscheibe ist quasi, ist das die, die er dann später wegmacht. Ne, da kam nicht her, ne? Oh, Mann! Die lassen mich den Bandkreis nicht mal gescheit aufladen. Jetzt mal ohne Witz. Was diese Viecher? Nerven Ultra. Ne, hier kam ich her. Was ist da drüben irgendwo? Warte, wo war das hier? Kann ich lang gehen? Naja. Ich höre noch schon. Ich höre noch Tröten. Was sitzt da oben? Also irgendwas mit den Horror-Kids und Dekus muss er zu tun haben, weil er sieht aus wie ein Horror-Kid, hat dazu solche Deku-Pfeifen, weil das sind ganz klar diese Tröten, die man als Deku in Majora's Mask hat. Definitiv, also da ist eigentlich gar kein Zweifel. Jetzt bin ich da am Anfang wieder. Ach, come on. Ach, der hat den Weg dazu gemacht, oder was? Oh, please. Hat schon was von den verlorenen Wäldern hier, ne? Wieso ist denn da jetzt zu wieder? Ach, come on. Please. Ah, hier. Oben ist er. Na, warte nur, du kleiner Frechdachs. Ich krieg dich. Ich glaube, Ocarina of Time ist so ziemlich das einzigste Spiel, wo das Master Schwert nicht im Wald ist, oder? Lass mich mal kurz überlegen, also... Ja gut, jetzt mal die Game Boy Color, also die Oracle of Teile mal ausgenommen. Link's Awakening, gab es da sowas wie ein Master Schwert? Ich weiß es nicht. Aber Link's Awakening, muss ich sagen, habe ich nie gespielt. Bei den Oracle of Teilen war es auch nicht so, da hat er das Schwert, also ist er das Master Schwert Nebensache, weil es dieses Level 3 Upgrade dann ist. Und nicht zwingend erforderlich. Trail Princess ist es hier im Hain. Das ist Wald. In Queen of Time kleine Zitadelle in Hyrule. In Dings, Skyward Sword ist. Wo ist es da? Ach, stimmt. Nee, stimmt. Skyward Sword ist auch kein Wald. Was da ist, sage ich nicht, weil ich Skyward Sword wahrscheinlich nicht spielen werde. Oh, Mann. Alter, das ist so ultra nervig hier, ne? Mann.
Oh, come on. Nein, ist das das Horror-Kit. Ja, ich will einfach nur wieder spielen. Naja. Komische Art von Moor habt ihr. Na, geht doch. Meine Fresse. Ah, so viel dazu. Das machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Scheiß Mistvieh. Geht doch alle sterben, Mensch. Mann. Ich muss diesen Moment ausnutzen, wenn er gerade neue ruft. Weil sonst haut er ab, wenn ich ihn angreife. So, jetzt aber, oder? Och, komm schon. Wie viele von diesen Gerippen willst du noch rufen? Alter, meine Fresse. Du kannst ja nicht mal einen Bannkreis aufbauen bei denen. Du musst ja einfach Attacke spammen. Wo ist er denn? Da ist er. Oh, endlich. Meine Fresse. Schon 3 Minuten überzogen wegen dir, kleines Mistvieh. Fang mich doch. Ich sag doch, er will nur spielen. So. Ja, was man nicht alles tut für so ein dämliches Schwert, wa? An dieser Stelle muss ich mich aber wieder von euch verabschieden, denn der Part ist zu Ende und damit auch die Woche mit The Legend of Zelda Twilight Princess. Das heißt, bis zum Master Schwert, wenn es denn wirklich hier ist oder was der Kerl noch mit uns vorhat, müssen wir sogar bis nächste Woche warten. Ich hoffe, ihr seid da nicht allzu sehr traurig. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch ein Däumchen, schreibt was drunter. Ich freue mich, ich lese es und antworte euch auch, wenn ihr Fragen habt. Ansonsten, ciao, ciao und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Onion.